Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Wiederaufführung. Das ist Folge 110 und ich bin der Christian. Und wie ihr das sonst gewohnt seid, mit dem Max gemeinsam schaue ich mir einen Film an und dann gibt's jede Menge Halbwissen und reichlich steile Thesen. Aber diesmal eine besondere Folge. Wir sind nicht allein und wir sind auch gar nicht bei uns, sondern wir sind zu Besuch. Und zwar sind wir zu Besuch bei Peter und Felix. Die machen beide zusammen den Aficionado-Film-Podcast, bei dem das Konzept lautet, zwei Herren reden über alte Filme. Fantastisch, dachten Max und ich und haben uns gerne einladen lassen von den beiden. Und nun folgt also eine Folge zum Film Top Gun. Und lange dachte ich, nun, das geht wirklich nur in einem anderen Podcast. Ich weiß nicht, ob ich das hätte zulassen können, dass wir über diesen Film in unserer Wiederaufführung sprechen. Und nun, jetzt haben wir schon über Red Dawn letzte Woche gesprochen. Vielleicht erwartet euch jetzt also eine große Flut an Filmen wildester Couleur, schöne amerikanische Kriegsverherrlichung. Wir schauen mal, was da noch so geht. Und ich will auch gar nicht viel mehr vorwegnehmen. Genießt jetzt die Folge von Aficionado, die wir uns sozusagen jetzt einfach einverleibt haben. Danke nochmal, Jungs, dafür, dass wir das einfach machen dürfen. Danke für die Einladung. Und falls ihr noch nicht darüber nachgedacht habt, ihr solltet dringend in euren Podcatcher auch diesen Filmpodcast hinzufügen. Es lohnt sich. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 8. Folge unseres fantastischen Aficionado Filmpodcasts. Und an meiner Seite sitzt natürlich auch heute wieder der fantastische Peter Sieben. Hallo Peter. Hallo Felix, der du an meiner Seite bist. Und heute sind wir noch unglaublich viel mehr Menschen, denn wir haben zwei Stargäste dabei von dem fabulösen Podcast Wiederaufführung, nämlich den Max und den Christian. Hallo Max und Christian. Ja, hallo, hier ist der Christian. Und hier ist der Max. Hallo Felix und Peter. Ja, schön, dass ihr dabei sein dürfen. Ja, und für diejenigen unter unseren Hörern, die euch vielleicht noch nicht kennen, vielleicht könnt ihr mal erzählen, worum es bei eurem Podcast so geht. Ja, Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Das sind so unsere Mottos und vor allem jede Menge gefährliches Halbwissen. Das heißt, wir treffen uns meistens, schieben einen, in Anführungszeichen, alten Film ein. Das jüngste, was wir bis jetzt hatten, war von 92. Wenn wir den Film dann fertig geguckt haben, machen wir die Mikrofone an und geben so unsere bauernschlauen Sprüche zum Besten. Was ich total irre finde bei euch, dass ihr irgendwie mittlerweile, ich habe gerade eben geguckt, ich glaube 103 Podcast-Folgen habt ihr gemacht. Ihr seid unfassbar produktiv. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 8. Also wie macht ihr das? Ja, ich meine, gut, wir machen es jetzt ja auch schon seit, glaube ich, über 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange seid ihr schon dabei, aber ein halbes Jahr. Ja, da ist das auch okay. Also wir haben auch mal, vor allem wir haben auch mal so angefangen mit alle 2 Wochen. Eigentlich haben wir das schon kaum geschafft, bis ich dann das Gefühl hatte, lass es mal noch wöchentlich machen. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, aber es gibt diesen Moment, wenn du anfängst zu podcasten und du denkst, das geht jetzt so ins große Weite des Internets oder auch eher ins große Nichts. Also dieses Gefühl, man muss jetzt irgendwie Sichtbarkeit erreichen und man hat gerade nichts anderes als einfach immer mehr produzieren. Irgendwann wird schon jemand irgendwie hören. Und ja, irgendwie sind wir dabei geblieben mit dem Wöchentlichen. Das ist schon stramm. Das Ja. Ja, allerdings, wir knapsen uns immer ab, dass wir monatlich schaffen. Ja, das ist, man muss da Disziplin haben irgendwie. Vielleicht, wir versuchen das jetzt auch mal. Wir sind jetzt auch mal hart einfach demnächst. Also das wäre jetzt ja wirklich so ein Tipp, so, ne? Also einfach nur diese feste Verabredung ist es. Also Max und ich gucken uns dann jeweils gegenseitig böse an, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, so, ne? Also, aber müssten wir jedes Mal aufs Neue einen Termin irgendwann finden und wir wüssten nicht, es ist eh einmal die Woche, dann wird es glaube ich auch nicht klappen. Was also die soziale Kontrolle macht's. Ja. Ja, und natürlich, dass wir nicht so weit voneinander weg wohnen. Also wie gesagt, wir treffen uns ja in echt. Ne? Also wir gucken ja ernsthaft den Film noch und dann danach das Gespräch. Das sind also wirklich dann auch mal 4-5 Stunden, die wir da einmal die Woche freiboxen müssen. Eigentlich, jetzt wenn ihr mich so fragt, weiß ich gar nicht genau, wie wir das hinkriegen. Sag mal, wo, wenn du sagst, ihr wohnt nicht weit voneinander weg, wo treibt ihr euch rum? Wo wohnt ihr überhaupt? Ja, wir kommen aus Rostock und hier oben an der Ostseeküste. Da sind wir ganz dicht beieinander. Genau. Das ist wir sind jetzt quasi eine unglaubliche Ost-West-Verbindung gerade. Der heiße Draht hier. Passt ja zum Film. Richtig. Wir waren ja auch ganz neidisch auf euch, weil ihr letztens Deliverance besprochen habt. Den hatten wir uns ja auch immer noch mal vorgenommen. Und jetzt habt ihr den uns einfach weggenommen.
Er braucht die jetzt nicht mehr. Es ist alles gesagt. Nee, ganz sicherlich, ganz sicherlich. Mach das mal ruhig noch. Ich kenne aber dieses Gefühl. Ich gucke ehrlich gesagt ganz schön genau hin. So die paar deutschen Podcasts, die ich so im Blick habe, gucke ich schon. Also wenn ich das Gefühl habe, da sind jetzt schon zwei Besprechungen von, weiß ich nicht, irgendeinem Hitchcock-Film, dann fehlt mir auch ein bisschen die Motivation, dann noch den dritten hinterherzuschieben. Fand das aber auch schon spannend, wenn es dann doch nochmal eine zweite, also als Hörer mag ich das eigentlich. Bin ich schon neugierig. Ja, klar. Ist ja so ein ganz anderer Blick nochmal auf die Sache. Bevor wir zu weit abdriften, vielleicht sollten wir mal zum Thema heute kommen. Denn es geht um einen Actionfilm-Klassiker. Top Gun heißt er. Top Gun und der Untertitel ist Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Das ist ein unfassbar dämlicher deutscher Untertitel. Wir müssen nochmal eine Folge machen über dämliche deutsche Untertitel. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei denken. Egal. Top Gun, Tom Cruise, großer Film oder nicht so großer Film, jedenfalls ein dicker Actionfilm der 80er Jahre. Vielleicht sollte man erstmal so in 3 bis 9 Sätzen ganz schnell erzählen, worum geht's da, Felix? Ich versuche jetzt mal eine inhaltliche Zusammenfassung zu bringen. Es gibt ja auch ganz viele schöne Interpretationen des Films, aber im Prinzip ist es ja so, dass Tom Cruise ist Kampfpilot bei der Navy und Tom Cruise kommt zu Top Gun und Top Gun ist eine Ausbildungsstätte für die besten Piloten der Navy und dort soll er lernen, noch ein noch viel besserer Pilot zu werden. Ja, da duelliert er sich dann um den Platz des Top-Piloten mit Val Kilmer. Kelly McGillis läuft auch rum. Tom Cruise steht auf Kelly McGillis, die ist da zivile Fluginstruktorin, weiß nicht, wie man das sagt. Ja, dann hat er noch so eine Bromance mit seinem Wingman, mit Goose und im Prinzip Handlung gibt es ja nicht viel. Sie fliegen die ganze Zeit durch die Gegend, es gibt coole Action-Szenen und am Ende gibt es noch irgendwie einen Endkampf gegen Russen. Ja, das ist die Handlung, oder habe ich was Wichtiges vergessen? Es geht um Russen, ja, Kalter Krieg irgendwie so ein bisschen. Oder man weiß gar nicht genau, warum die Russen eigentlich angreifen, die machen es einfach, oder? Nee, Flugzeuge würde ich nochmal erwähnen. Flugzeuge und ab und zu kommen noch Flugzeuge vor. Ja, ich habe es ja geschafft, dass ich den jetzt zum ersten Mal geguckt habe. Also ich habe gestaunt, wie viel Plot du gerade noch zusammengetragen hast. Ich habe mich auch wirklich bemüht. Ich habe auch gefragt, wie 9 Sätze, das schaffe ich niemals. Und sehr interessant, dass du den jetzt zum ersten Mal geguckt hast. Es ist ja irgendwie, es ist so ein Jungsfilm, den man, glaube ich, meistens guckt, wenn man irgendwie 14 ist oder so pubertiert. Wie fandst du das denn jetzt, wie fandst du den Film? Also mit 14 konnte ich den nicht gucken, da habe ich lieber Predator geguckt, weißt du? Aber bei Top Gun hat das mich irgendwie nicht so angefixt. So. Mir fehlte da wahrscheinlich auch das militärische Gen, so, dass da irgendwie drauf anspringt, wobei das bei Predator ja auch bedient wird. Aber ja, jedenfalls dachte ich, ach, so langweilig, Flugzeuge und so. Und du, das war jetzt nicht ohne, ich gebe das mal hier so rein, ich bin 35 Jahre alt, wenn ich dann jetzt so ein 80er Jahre Hurra, Patrioten, Edelwerbeclip sehe, ist das schon ganz schön harter Tobak. Also das war gar nicht, also ich hatte gar nicht so viel Spaß, aber das können wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher machen. Weil du dich immer ekelst und dass dieser Film einfach nur so tropft vor Patriotismus. Weil er auch verdammt effektiv und perfekt ist, was das angeht. So, ne? Der ist ja durchaus wirkungsvoll. Aber alles, was da wirkt, macht mir auf jeden Fall ganz schönes Magen umdrehen. Da sind wir ja auch schon fast beim Kernthema irgendwie. Das ganze Ding ist ja quasi eine Werbung für Militär. Ist ja, wenn man so möchte, eine Art Propagandafilm dieser Reagan-Ära. Ne? Also, oder? Würde ich unangenehm. Ja, absolut. Also, ja, würde ich auch unterschreiben. Also 86 kam ins Kino, dann war jetzt quasi zufällig auch 30-jähriges Jubiläum. Und das war ja eigentlich eine Zeit, wo Hollywood noch, wenn man es mit heutigen Standards vergleicht, noch wesentlich kritischer war, was Militär angeht und Kriege. Und der Film hat das ja alles auch so ein bisschen geändert. Ne? Also der hat ja auch das in eine andere Richtung so ein bisschen gestoßen. Ja, ich glaube, es gab es lange nicht, also es gibt kaum einen Film, der pro-militärischer war und wirkungsvoller war auch als Top Gun gleichzeitig. Ja, später höchstens, ne? Pearl Harbor habe ich damals im Kino gesehen und mich auch, glaube ich, ähnlich geekelt wie du. Also das fand ich auch total krass, wie die so tun können, als wäre es so ein lustiges Späßchen irgendwie beim Militär. Und wenn man da hingeht, hat man so eine Romanze und dann hat man coole Freunde und so. Und so ähnlich ist das bei Top Gun. Mhm. Irgendwie, ich glaube, Quentin Tarantino hat mal gesagt, Top Gun ist ein schwuler Fantasy-Film. Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat, aber ich glaube, dass... Ja, es gibt ja diesen Film Sleep With Me, wo er einen Cameo-Auftritt hat. Und da hat er in dieser Rolle halt über diesen Film gesprochen. Und ich glaube, seine Worte waren irgendwie, it's a story about a man's struggle with his own homosexuality. Und da ist die Interpretation quasi, dass Maverick, also Tom Cruise, quasi eigentlich in Wirklichkeit auf Goose steht
und das nur irgendwie nicht so richtig ausleben kann. Okay. Ja, er erzählt es in diesem Film auch wirklich ausführlich. Also er hat wirklich quasi die alternative Realität einmal zusammengebaut, wie man den Film eigentlich lesen sollte. Also dieses lohnt sich wirklich, ich glaube, das findet man auch irgendwo auf YouTube, diesen Schnipsel. Das lief tatsächlich manchmal in meinem Hinterkopf, also weil da sind ja schon auch einige sehr schwülstige Momente in den Duschen und in den Locker-Rooms. Ein Donald Trump hätte da wahrscheinlich auch viele Kumpel gefunden, um seinen Locker-Room-Talk zu machen. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die weibliche Hauptrolle einen männlichen Namen hat. Das ist Charlie, ne? Oder vielleicht sogar Onkel Charlie, um es mal noch weiter zu spinnen. In dieser Tarantino-Narration ist das dann auch so, dass also der Moment, wo er sie annehmen kann, ist, wenn sie im Fahrstuhl endlich so männlich aussieht, weißt du, so mit diesem Basecap auf dem Kopf und so. Ja, das, also, interessant. Das geht ganz schön gut auf. Also das lohnt sich, das sich nochmal anzuhören von ihm. Aber ich muss auch sagen, ich habe den Schnipsel jetzt auch vor dem zweiten Mal gucken zum ersten Mal gesehen. Also ich habe ihn jetzt für den Podcast nochmal geguckt, den Film. Und vorher hatte ich diesen Schnipsel noch geguckt. Man sieht den Film wirklich auch ganz anders. Auch diese Szenen wirklich in der Umkleidekabine und so. Und wie er dann traurig ist, wenn Goose stirbt und so. Auf einmal alles anders. So eine neue Welt. Das hast du schon richtig gesagt. Was man aber sagen muss, wir haben jetzt schon erwähnt, dass das ein ganz furchtbarer Militärwerbefilm ist. Aber er ist natürlich, das hast du auch schon gerade angeschnitten, er ist einfach technisch wahnsinnig gut gemacht. Also diese Szenen in der Luft, die sind stark, ne? Also ich habe den nicht im Kino gesehen, weil ich da 3 Jahre alt war. Das wäre irgendwie schwierig gewesen, da reinzukommen. Aber selbst wenn man den jetzt irgendwie auf dem Fernseher oder am Computer sieht, es ist gut, ne? Man hat tatsächlich so ein bisschen schwitzige Hände, wenn die da so rumdüsen. Und es sieht auch nicht so nach Bluescreen oder so aus, sondern es sieht wirklich echt aus. Ist ja auch wirklich echt, ne? Also es sind ja wirklich echte Flugzeuge und so. Also das ist ja auch immer so ein bisschen wieder die Kritik an dem Film, dass die Navy da so viel mitgeholfen hat. Ich habe das mal recherchiert, was die Navy da alles gestellt hat für den Film. Und zwar durften die diese Miramar Air Station benutzen, die im Film ist, also auch eine reale Navy Flugstation. 4 Flugzeugträger sind in dem Film zum Einsatz gekommen. Und 2 Dutzend Flugzeuge, irgendwie F-14, F-5 und so weiter und so fort, geflogen übrigens teilweise von echten Top Gun-Piloten. Und dafür musste die Produktionsfirma nur 1,8 Millionen Dollar zahlen. Das ist natürlich ein Schnäppchen. Das ist schon krass, auf jeden Fall. Simon ja auch im Abspann. Also da kommt ja hier, wir danken Lieutenant, Commander, Lieutenant, bla bla bla. Also das hört ja auch gar nicht mehr auf. Dann mehr als die Darsteller. Ja. Nee, ohne Frage. Also was da auch also an Szenen teilweise abläuft, da gibt es einige wirklich haarsträubende Momente, wo ich mich gar nicht wundere, dass da wirklich die Vollprofis am Werk waren. Die Polaroid-Szene? Ja, die vor allem. Ach so. Ja, die wohl hingekriegt haben. Aber ich meine, ich finde aber noch so ein, also ich finde das auch an der Stelle technisch sehr überzeugend, ich finde das auch eine wahnsinnige Schnittleistung, weil es gibt so gefühlt eigentlich fast keine einzige, also alle Kampfhandlungen oder Verfolgungsjagden, die da sind, entstehen ja eigentlich nur im Schnitt. Also es gibt ja quasi eigentlich nur lauter Häppchen so, die durch die Montage eigentlich erst zu dem werden, was dann behauptet wird in der Handlung, ne? Also das, insofern ist das schon wirklich technisch ganz schön interessant. Ich musste aber schon ein paar Mal schmunzeln. Ich finde so manche Einstellungen, wenn im Cockpit auf die Schauspieler zu sehen sind vor Rückprojektionen gedreht. Und wenn man sich da ein paar Mal an den Rückprojektionen so festguckt, so geht mir das manchmal, sieht man, dass das immer total Ultra-Action ist, da wird ständig, werden da Loopings geflogen im Hintergrund, obwohl das eigentlich gerade so in der Szene nicht vorkommt. Also das, da wurde, glaube ich, nur drauf Wert gelegt, Hauptsache viel Bewegung im Hintergrund. So. Ja, das ist mit diesen Rückprojektionen immer schwierig, ne? Das ist wie bei Dirty Dancing, da gibt es ja diese Szene, wo er mit Baby, Patrick Swayze mit Baby in einem Auto fährt und die Rückprojektion am Auto vorbei, die läuft rückwärts. Das heißt, eigentlich fahren sie rückwärts. Das ist ganz cool, wenn man mal drauf achtet. Stark. Ja, sehr schön, ja. Aber ist euch auch aufgefallen, dass eigentlich in dem Film ständig nur Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind? Ja. Das war so mein Eindruck. Ja, ich hätte mich auch gefreut, wenn wir jetzt keine Wolken gehabt hätten und hier so richtig alles in Rot getaucht oder so orange und wir hätten uns eigentlich direkt ans Meer setzen müssen. Ja. Also das hat mich übrigens wirklich sehr beschäftigt. Schon die ersten 5 Minuten sind ja eigentlich eine einzige in Sonnenuntergangs- oder Aufgangsstimmung getauchte Ballade auf die Schönheit dieser Liga dort. Und ich dachte öfter an dieses sehr ikonische Bild, das auch in Apocalypse Now ist, wenn die Helikopter gegen die Sonne stimmt. So und auch so schwarze Schattenrisse dann nur noch sind. Und da hat das ja sowas Unheilvolles, ne? Also die Romantik ist ja gleichzeitig auch so gleich überfällt das so und danach bleibt nichts mehr, wie es vorher war. Und hier ist das aber quasi total positiv so, ne? Das ist so dieses, es ist ein Sehnsuchtsbild, es ist so, oh, man möchte irgendwie dazugehören, man möchte da jetzt auch einsteigen und so. Es hat strahlt Kraft und Schönheit aus. Und ja, ich habe auch diese Verbindung gehabt, das ist eine Ästhetik, die Michael Bay tatsächlich auch genau so auch übernommen hat. So, ne? Also was das
Ja, das stimmt. Ja. Das hat schon wirklich was Bayhaftes, der Film. Das stimmt. Also, was an der Stelle aber auch ein bisschen an der Musik auch liegt, ne? Dass das so positiv wirkt. Ja. Kenny Loggins mit Danger Zone. Das ist natürlich, da hast du auch direkt den Ohrwurm, ne? Irgendwie, das macht dann übrigens, eigentlich sollte es Ario Speedwagon gemacht haben, diesen Soundtrack habe ich mal gelesen. Und dann war es Kenny Loggins. Jedenfalls, das ist ja auch so ein Ding, warum so eine Szene dann auf einmal ganz anders wirkt. Das ist ja auch ganz interessant, in der Anfangsszene fängt ja dieser Song Danger Zone auch zeitgleich an mit dem Triebwerk, das zündet, ne? Und da wird diese Coolheitsverbindung quasi direkt hergestellt, ne? Ja, das stimmt. Für 80er Jahre Verhältnisse coole Musik dann da zeitgleich mit dem Triebwerk anfängt. Also ich finde die Musik ja immer noch cool. Ich muss ja auch gestehen, ich hatte den Soundtrack mir schon vor ein paar Monaten mal gekauft und der ist auch ein paar Mal im Auto gelaufen. Ja, CD Compact Disc, ja, wie hieß das? läuft bei mir im Auto immer mal und den kann ich mir, ich kann mir so 80er Jahre, kann ich mir ziemlich viel anhören, was so Synthie-Pop in die Richtung geht. Und hatte den Film aber auch jetzt sozusagen heute zum ersten Mal überhaupt erst gesehen, ja. Aber wir haben vorhin noch darüber gesprochen, Peter und ich, und wir waren der Meinung, es sind eigentlich ja nur zwei Songs auf dem Soundtrack, ne? Also Kenny Loggins, Danger Zone und Take My Breath Away eigentlich. Dann, gefühlt sind das. Dann die Balls of Fire, dann Sitting on the Dark of the Bay. Ja, okay. Aber die hat man nicht so im Kopf. Also Take My Breath Away ist irgendwie so ein Song, den man total mit Top Gun dann verbindet. Und auch ist ja auch erstaunlich, dass da zwei so Mega-Hits aus diesem Film rausgekommen sind. Ne? Ja. Das ist ja auch selten. Aber mir war dann sofort klar, warum gerade Take My Breath Away eben so durchgeschossen ist, weil der wird ja wirklich extrem breit benutzt in dem Film. Ne? Ist ja nicht nur, dass er nur einmal anklingt, sondern mehrfach. Also ist ja eigentlich das Liebesthema, das dann so auch in verschiedenen Intensitäten Stück für Stück so auseinandergeblättert wird. Also ich finde das schon auch wirklich beeindruckend, wie Tony Scott da eine Ästhetik und eine Idee von, was man heute dann so Musikclip-Ästhetik nennen würde, was da so eigentlich erst gerade im Entstehen war, das hat er schon auch gemacht. Also ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, wo ich sowas vorher schon gesehen hätte. Michael Mann, hast du denn nicht mal Miami Vice geguckt? Also bitte. Aber das ist gleichzeitig, das ist nicht vorher oder so. Also Top Gun ist 86. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass der Tony Scott, genau wie der Ridley Scott, ja auch aus dem Werbefilmbereich ein Stück weit kommt und dass ja so eine Ästhetik ist. Ich habe auch manchmal gedacht, dass es dann von der Ästhetik her teilweise, wo die Kelly McGillis dann in ihrem Bett liegt, das ist, sieht aus wie so eine Parfümwerbung irgendwie. Ne? Das ist wie die romantische Komödie eben. Ne? So, jetzt haben wir gerade irgendwie den Mittelpunkt der Geschichte erreicht. Wir machen jetzt diesen 3 Minuten Musikclip, wo wir alles nochmal montieren, lassen das tolle Lied laufen, das dann den Oscar gewinnt im Idealfall, wie er hier jetzt bei Top Gun. und dann passt das. Aber wo wir schon bei der Musik sind, ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch eigentlich ständig Musik läuft in diesem Film. Also wenn nicht gerade ein Dialog läuft, läuft immer Musik. Ne? Ja. Also ich habe auch noch überlegt, Tom Cruise fährt ja ständig Motorrad in dem Film, aber man hört nie sein Motorrad, weil immer irgendein Song läuft. Einmal hört man sein Motorrad, dann kann er sie nämlich ja nicht hören. wo sie ihm hinterherläuft. Und dann diese Atemberaubung. Aber nur da, wo es narrativ unbedingt notwendig ist. Nee, aber es ist schon, sehr viel, so wie es eben heute ja auch, ne, diese Dauerbeschallung, damit auch sich ja keiner langweilt in einem Film, wenn mal 3 Sekunden keine Musik zu hören ist. Naja, es würde schon auch auffallen, dass das dann sonst ein bisschen dünn ist, was da jetzt auf der Handlungsebene los ist. Also, wieso? Wie meinst du das? Kannst du mit dem inneren Konflikt des Helden nicht... ich meine, das ist aber wirklich ein großartiger Moment. Da habe ich so kurz gedacht, eigentlich erstaunlich, dass Tom Cruise sozusagen diese Starrolle wirklich, also dass er so dieser Star geworden ist, also im Sinne von der Gute, der immer der Held aller Filme, weil er hat da so Momente, ich finde ja eigentlich, dass er ein bisschen was Freakiges hat, ne? Er ist irgendwie so, irgendwie ist das so der Typ, der immer Koks gerade so irgendwie frisch genommen hat, ne? Und, dangerous. Und also ich mag total auch die Filme wie The Color of Money und so, diesen jungen, wilden, unberechenbaren so, ne? In dem Film hat er jetzt mal auch so einen Moment, wenn Kelly McGillis ihm irgendwie sagt, das läuft nicht oder irgendwie, wenn er gestorben ist, ich krieg's, oder wenn er da sagt, wenn er nochmal zur Ehefrau geht von dem gestorbenen Partner, jedenfalls gibt's einmal so eine ganz krasse Grimassengymnastik bei Tom Cruise. Ein Schluss, wo er mal Ryan trifft, ja, genau, wo Goose dann. Ja, ja, aber genau. Er weint ja auch, ne? Also es gibt ja auch Tränenszenen mit Tom Cruise, wo er so eine einzelne Tränenperle unterm Auge hat, so in der finalen Schlachtszene irgendwie, wenn er an seinen gestorbenen Kumpel denkt und so. Das ist ja schon schauspielerisch auf ganz so ein... Ja, also es hätte sich auch entwickeln können, so wo er jetzt manchmal dann wieder so ankommt, wenn mal ein Bösewicht spielt oder so in Jack Reacher oder so, dass er eigentlich so dieses, hatte wirklich ein bisschen was Freakiges, er ist eigentlich auch recht klein, so eine kleine Hexe. Es gibt manchmal wirklich ein paar Momente, wo ich echt schmunzeln muss, wenn der kleine Typ da auf diesem riesen Motorrad sitzt, so. Das gleicht er mittlerweile dadurch aus, dass er so klein ist, weil er ja inzwischen, wir haben gerade eben nochmal nachgeguckt, der ist ja Titanstufe 7 oder so bei Scientology und der kann da jetzt auch levitieren. Und ich glaube, dass er das so in den Filmen ausgleicht, dass er einfach mal so ein bisschen
bisschen schwebt einfach. Braucht ja keine Kiste mehr, so, ne? Wie, so wie einst Humphrey Bogart, das hat er gar nicht mehr. Ja, nee. Die hat ja so ein bisschen, wo er das gerade sagt mit dieser Rolle, die hat ja so ein bisschen, fand ich ja, 2014, das war in dem Edge of Tomorrow wieder aufgenommen. Da spielt er auch irgendwie so einen aufschneiderischen, angeberischen Typen irgendwie. Da kehrt er so ein bisschen zu seiner Paraderolle zurück, die er da in den 80ern oft. Ich mag den ja sehr gerne in War of the Worlds. Also da finde ich ihn richtig gut besetzt als diesen Papa, der krass überfordert ist und auch eigentlich keinen Bock auf seine Kinder hat und dann doch irgendwie da rein muss und so. Und er hat da so Momente, in denen er so die Kontrolle so droht zu verlieren und da finde ich, das kann er ganz schön gut. So. Ja, ich meine, man muss auch sagen, er ist ja eigentlich auch, also allem, was man über ihn sagt, ein wirklich guter Schauspieler, also der wirklich gute Rollen gespielt hat auch. Ja, kann man schon sagen, auf jeden Fall. Was sonst so das Cast betrifft von dem Film, das ist ja auch ganz interessant, dass im Vorspann ja nur Tom Cruise und Kelly McGillis irgendwie genannt sind als Darsteller und hier Val Kilmer, Meg Ryan, Tim Robbins und so, die sind da gar nicht erwähnt, die sind nur irgendwie so olle Nebendarsteller und die sind ja danach, haben die ja schon eine ziemlich, also gerade Meg Ryan, eine ziemlich steile Karriere hingelegt, ne? Während Kelly McGillis, was hat die danach gemacht? Nicht mehr so furchtbar viel, oder? Ja, genau. Du guckst das mal nach und dann will ich kurz mal reinschmeißen. Ich habe lustigerweise Tim Robbins erst gesehen, bewusst wahrgenommen, ganz zum Schluss, als er da so im Hintergrund und drum da lebt. Da war vorher aber auch die ganze Zeit präsent, ja? Nö, Merlin. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, der ist da einfach nur so, der ist einfach nur dabei. Ja, ja, aber weil da ist er so riesig, überragt sie alle. Ja, das ist das. Das ist ein Geheimnis einfach. Ja. Kelly McGillis aber auch, glaube ich, nicht gefunden, wenn ich ihn, wenn ich nicht vorher gelesen hätte, dass er dabei war. Nee, so beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn natürlich auch nicht entdeckt. Absolut nicht, überhaupt nicht. Nee, ich hatte gleich, beim Einstieg hatte ich ja gleich, wenn hier James Tolkien war bei mir natürlich, ach so, ja, da ist ja unser Rektor von Zurück in die Zukunft und darf gleich die nächsten Typen geben. Und dann kam er spielt doch immer solche komischen Rollen irgendwie. Ja, ne? Ja, und für mich war dann auch gleich, als dann hier am Anfang der Funkkonferenz, ja, Goose und Maverick sind draußen und dann kommt nochmal der Schnitt auf ihn, die Zigarre in der Hand. Ah, fuck it, Goose und Maverick. Ah, das war schon so ein. Da fällt mir ein, was ist da eigentlich auch den Flugzeugträgern los, dass die da alle so schwitzen? Ist euch das ja, die schwitzen immer viel. Den Tropf der Schweiß immer nur. Aber die sind im Indischen Ozean. So die sind im Indischen Ozean. Also, das würde ich daher auf jeden Fall abnehmen. Du, und ich traue den auch wirklich Tony Scott zu, dass der sieht das Boot, ne? Und denkt so, oh ja, geil, diesen Look, der ist so blau und Stahl und alle schwitzen so, das will ich auch. So, ich glaube, das ist dem scheißegal, was wirklich Phase ist. Hauptsache, das wirkt. Und das ist aus Lichtperspektive und Stimmung funktioniert das ja auch, ne? Also, wie die da so glänzen in diesem blauen, rot, mit so einem roten, leuchtenden Knöpfen und so. Und grüne Punkte. Ja, also ich habe mir das so zusammengereimt, dass die halt im Indischen Ozean sind und deswegen ist da auch ganz schön pottwarm. Das nehme ich den ab. Und natürlich die im Flugzeug sind, die haben auch ganz schön einen harten Job. Das war nämlich gleich der nächste, der John Stockwell, den wir noch aus Christine kennen. Habe ich dann gleich gedacht, tja, bei Army hat er es nicht geschafft, ihn von Christine loszukriegen und hier muss er auch gleich aussteigen, der arme Junge. Ja, ist nicht leicht für ihn. Also ein paar Gesichter kamen mir auch bekannt vor. Michael Ironside war ja auch dabei. Es war ja auch sein Durchbruch, falls Michael Ironside einen Durchbruch hatte, aber er hat ja danach noch einige Filme gemacht, wo er durchaus auch keine ganz unwichtigen Rollen gespielt hat. Ich glaube, das war so sein Durchbruch so ein bisschen. Was hat er denn noch gemacht eigentlich? Ja, Total Verhoeven. Recall irgendwie? Genau, Robocop. Und Total Recall. Robocop. er war doch noch in Starship Troopers. Paul Verhoeven. War das nicht auch Michael Ironside? Alles Paul Verhoeven-Filme. Stimmt, alles Paul Verhoeven. Stimmt, er war der reine Verhoeven-Mann. Ja. Interessant. Und ich Highlander 2 lese ich gerade, habe ich nochmal gerade nachgedacht. Oh ja, Highlander 2 hat er auch mit. Es war übrigens auch ein Highlight der Filmgeschichte, Highlander 2. Wenn es den nicht gegeben hätte, wäre Highlander 1 ja gar nicht so wert. Highlander 2, großer Film. Wie er erst ohne Michael Ironside gewesen wäre, das hätte er sonst. Aber ich fand ja auch, also allgemein die ganzen Namen in dem Film sind lustig und dass Michael Ironside nun auch direkt der Hofnarr ist, also Jester ist sein Rollenname. Da dachte ich auch so, ja, da hat aber jemand nochmal richtig tief in die Trickkiste gegriffen bei diesem Namen im Drehbuch. Ja, sowieso. Maverick. Haben ja auch alle coole Namen irgendwie, ne? Haben alle so richtig coole Namen. Die passen ja auch alle genau zur Rolle irgendwie, ne? Der Iceman und der Maverick, der unabhängige Freidenker. Es ist, naja. Und Goose. Finden wir es lächerlich oder finden wir es genial? Ich weiß es nicht. Lächerlich. Also mein 14-jähriges Ich finde es geil. Ja, also weil in sich ist da der ist ja sich sehr treu und stimmig, was das angeht. Ne? Ich finde das auf jeden Fall vom Grundkonzept wirklich mehr als bedenklich, aber dass das in sich total gut durchdacht ist, ja. Also das ist natürlich auch die Krönung des Ganzen, dass dann der Schwarze, der dann einmal was gegen Tom Cruise sagt und von dem Tom Cruise dann gleich mal zeigt, so nicht Junge, der heißt natürlich Hollywood. Ja, stimmt. Großartig. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sehr gut. Nee, mein Gedanke war einfach, ne, also die ganze Zeit sagt irgendjemand was zum Cruise und er macht immer so, okay. Und das eine Mal, wo er austickt, das ist natürlich, wenn ein Schwarzer was zu ihm sagt. Das geht ja wohl gar nicht, dass du hier den weißen Mann anmachst, den besten von allen.
Das hättest du dir mal verkneifen sollen, junger Mann. Also das war schon so. Bis auf Hollywood sind ja alle weiß eigentlich. Ja, und natürlich die, oder? Blonden Frauen sind auch noch dazu. Und, aber, ja, aber die eine ist natürlich sehr gebildet, die trägt auch eine Brille kurze Zeit. Apropos alberne Szenen. Ich habe es eben noch mal kurz angeschnitten, aber irgendwie ist es so untergegangen. Ich muss noch mal kurz über diese Polaroid, ja, Kameraszene reden, weil die so, ich verstehe, also da verstehe ich zum Beispiel nicht, warum Tony Scott das gemacht hat, weil da bin ich fast, als ich mir das nochmal angeguckt habe, habe ich fast den Fernseher einfach ausgemacht, weil es so schlecht ist. Da sind die also über Kopf, schwebt er da über dem anderen Typen und macht noch flott so ein Foto mit seiner Polaroid-Kamera. Und das ist so unglaublich albern. Und warum hat er überhaupt eine Polaroid-Kamera an Bord? Warum? Just cause. weil er damit eben zeigen kann, wie toll er ist. Ich meine, gewagt finde ich auch, dass das ja durchaus noch mal für den Plot benutzt wird. Ja. Und ne, nach dem Motto, jetzt hat er einen Einblick bekommen, ne, in diese russischen Kampfflugzeuge. Das macht ihn auch noch mal interessant. So, ne? Da kann es bestimmt noch mal was erzählen. Das wissen wir noch nicht und so. Also, das ist schon doll. Also, ja, ich... glaube ich, einfach so einfach zeigen, was für geile Typen das sind und wie cool es ist, so bei der Navy Pilot zu sein, dass man auch mal so ein Späßchen sich erlauben kann. Mit dem, ja, aber da hat er es überdreht. Er hat doch genug Späßchen gemacht. Er muss doch nicht, also mit einer Polaroid-Kamera dann einfach bei so einer, mir fehlen die Worte, ihr merkt das. Ich bin wirklich auch sauer. Das ist halt genauso wie seine Vorbeiflugspäßchen immer am Tower. Das ist ja auch Ich brauche mal noch einen Kaffee jetzt, glaube ich. Ne? Ja. Das ist auch so schlecht gemacht, dass er natürlich auch sich den Kaffee dann aufs Hemd schüttet und so. Ja, nee, vor allem dann auch in dieser letzten Szene nochmal, wo so, oh nein, das ist schon wieder der. Nein, er lässt jetzt auch noch einen Kaffee. Oh nein. Und der Schauspieler auch bis dahin noch keinen Weg gefunden hat, es irgendwie anders aussehen zu lassen, als dass er sich den Kaffee einmal übers Hemd kippt. Ich frage mich auch, ist der dem hinterhergefahren? Weil das erste Mal war er auf der Flugbasis. Ja. Da muss er ja dem Tom Cruise hinterhergefahren sein mit seinem Kaffee. Ja, natürlich. Das ist erstaunlich. Das ist auch die gleiche Kaffeetasse. Nein, das nicht. Aber. Das ist ja auch irgendwie ganz schön. Ich hab das mal, das musste ich mir einfach rausschreiben, wie teilweise die Dialoge da sind. Es gab ja zum Beispiel, was ist so, das wirkt mittlerweile doch sehr angegraut, wo der Kommandant des Flugzeugträgers irgendwie zu Tom Cruise sagt, sie haben die Tochter des Admirals angebumst. Das ist doch ein bisschen seltsam alles. Angebumst. Ich habe die Originalversion geguckt und da war, glaube ich, you flew over or passed by dem Tower 100 Mal and the Admiral's daughter oder irgendwie so, ne? Also das, im Englischen war es noch okay, glaube ich. Und dann würde er. Ich frage mich ja, ob die bei der deutschen Synchronisation, wie die das ja öfter mal machen, dachten, dass die dann noch so ein zweites Witzchen irgendwie machen, auf tatsächlich. Jeden. Ob die das lustig fanden. Das ist die Zeit, ja. Aber dir schon das Original, fand ich, war sehr auf dieses. Wir reden hier die ganze Zeit von Sex, auch wenn wir so tun, als würden wir über Flugzeuge reden. Da mussten sie sich, glaube ich, nicht noch extra Mühe geben. Da hatten sie schon genug Steilvorlagen aus dem Originaltext. Bin ich da haben sie mit angebumst, aber einfach nochmal einen draufgesetzt. Angebumst ist schon stark, ja. Das ist fast wie die Übersetzung von Gigolo in Midnight Cowboy, wo es dann der Mietrammler ist. Oh Mann. Der Mietrammler. Aber man kann eben nicht sagen, sie sind nicht kreativ. Nein, das kann man nur wirklich nicht. Lustig finde ich, dass für Maverick ja noch ganz andere Schauspieler eigentlich mal angedacht waren, nämlich unter anderem Nicolas Cage. Oder was? John Cusack auch. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. John Cusack kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder Matthew Broderick sogar auch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie Matthew Broderick dafür vorgesehen war, weil der hat für mich sowas, der hat ja so ein bübisches Gesicht in den 80ern auch noch gehabt. Und ich finde, der passt überhaupt nicht rein in so eine Rolle als smarter Kampfpilot, oder? Ich finde, das ist ja schon ein smarter Typ, das kann ich mir schon vorstellen. Matthew Broderick. Ja, doch. Ich meine, überleg mal, also wenn du jetzt sagst, du hast ja noch John Cusack genannt, aber ich merke schon, John Cusack kannst du dir in keiner Rolle vorstellen, denn wir haben ja letztens noch bei Breakfast Club geredet und da war er auch für eine Rolle vorgesehen, hast du ja auch gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich kann mir John Cusack überhaupt nicht vorstellen, wer ist das überhaupt? Ich meine, John Cusack kann ich mir vorstellen, der wäre nicht wieder ins Flugzeug gestiegen, der wäre dann daran zerbrochen, dass sein Kollege gestorben ist. Wäre Nicolas Cage noch ganz schnell vorbei gewesen. Und Nicolas Cage wäre komplett ohne Kollegen geflogen, schon von vornherein. Der wäre einfach sogar ohne Flugzeug geflogen. Das wär gar nicht zu ihm gewesen. Und Michael J. Fox war sogar, glaube ich, auch vorgesehen. Okay, wen haben wir jetzt noch nicht gehabt aus der Altersriege? Aber es ist erstaunlich, dass gerade wenn diese bekannten Namen gerade aus dem 80er-Kino von Hollywood gerade fallen, merke ich, die sind natürlich auch total belegt. Das ist, also ich kann mir dann ja den Broderick nicht mehr anders vorstellen als. Also er ist halt Ferris Bueller für mich und Michael J. Fox ist, und also die Bilder, die sind irgendwie schon gesetzt so, und Tom Cruise ist halt Top Gun, obwohl ich Top Gun halt nie gesehen hatte vorher, war das dann doch immer irgendwie klar, das ist der smarte Typ und er reckt den Daumen hoch und Also er ist ja auch in dieser Rolle berühmt geworden, dieses angeberischen Typen und dieses, ja, der immer so ein bisschen zu draufgängerisch ist und so.
Das hat, glaube ich, auch dieser Film maßgeblich geprägt, oder? Ja, also ich habe das auch so verstanden. Ich glaube, Color of Money ist, glaube ich, gleiches Jahr, aber vorher gedreht worden. Und das war dann, glaube ich, das Riesenglück für Scorsese, dass dann Tom Cruise einfach mit Top Gun so durch die Decke gegangen ist und haben sich plötzlich alle für diesen kleinen Film mit Billard interessiert. Ich habe übrigens mal noch ein bisschen was nachgelesen zu dem Film. Und das, was ich ganz verrückt fand, war, dass es wohl eine reale Vorlage gab für diesen Charakter von Kelly McGillis, für diese Charlie. Und zwar war das so eine Navy-Mitarbeiterin, die hieß Christine Fox. Und das ganz Verrückte ist, die ist 2013 sogar stellvertretende Verteidigungsministerin geworden. Also sie hat richtig Karriere gemacht. Gab es auch ein echtes Vorbild für Maverick? Jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Da habe ich nur gelesen, dass irgendein Typ behauptet hat, er sei das Vorbild von Maverick. Genau, aber ja, mit Sicherheit einer aus dem Abspann. Und er hat bestimmt so ein Foto von sich mit dem Polaroid von der Mix. Ich habe doch das Beweisfoto, ich bin's. Ich habe das Foto von Mick gemacht. Ich finde aber, der Film hat auch sehr viele schöne Symbole. Also mir ist sehr oft aufgefallen, wie kleine weiße Blümchen plötzlich ins Bild kamen, wenn wir uns irgendwelchen Frauen genähert haben. Also gerade bei Charlie kam mir das immer wieder sehr auffällig vor. Dann bei wenn Tom Skerritts Frau macht, glaube ich, auch hier, also Viper hier, der Flugchef, wenn er da zu Besuch ist, da ist auch nochmal so ein schöner weißer Blumentopf hängt da neben der Tür. Und was hatte das eigentlich damit auf sich, dass Charlie in der zu vermieten Wohnung, hieß das, Charlie ist auch zu vermieten, jeder kann sie mal, wenn er möchte, oder? Aber war das nicht, nachdem sie nach Washington gegangen ist, irgendwie erst zu vermieten, er ist da so traurig vorbeigefahren? Okay, nee, also ich hatte den Eindruck, dass das Schild stand schon da, so, als er den ersten Besuch macht, und hatte ich mich da schon gewundert, ob das keinem aufgefallen wäre. Aber das kann natürlich dann auch sein, dass das so irgendwie, dass ich den Teil irgendwie nicht verstanden habe. Mir ist erst in der Szene aufgefallen, wo der traurig mit dem Motorrad vorbeifährt. Ja, was passt ja zu dieser ganzen ekelhaften Zweideutigkeit in dem ganzen Film, ne? Also insofern kann das schon durchaus sein. Was sind da Zweideutig? Ist ja alles eindeutig. Stimmt. Eigentlich schon, ja, stimmt. Außer vielleicht in Jeans und sonst nichts bekleidete Männer, die Volleyball spielen, Beachvolleyball spielen. Ganz seltsam war diese Szene, oder? Das Krasse ist ja, dass es tatsächlich einen zweiten Teil geben sollte. Ne? 2012 hat Tom Cruise ja schon mit Tony Scott dran gearbeitet. Ja, es gibt jetzt irgendwie gerade wieder offizielle Gerüchte, die hätten sich irgendwer getroffen. Ja, Tom Cruise wollte irgendwo machen, hat er mal irgendwie gesagt. Ich glaube, letztes Jahr oder so hat er darüber nochmal gesprochen, hat gesagt, er würde es machen, aber dann nur ohne CGI-Flugzeuge, glaube ich. Und er würde auch wieder Maverick spielen. Aber stellt euch das mal vor, ich meine, was thematisieren die denn? Ich meine, man könnte jetzt ja wieder gegen die Russen kämpfen. Also ich krieg da wirklich, ich krieg's wirklich nicht ausgeblendet, ne? Du, das sind gar keine Russen, das sind einfach alles schwarze Flugzeuge und schwarze Hüllen. Das sind T-Fighter, das sind Star Wars Gegner. Ich weiß gar nicht, sprechen die das aus, dass das Russen sind eigentlich? Das sind Mix. Nein, und die also, Russen. Nee, ne? Das ist direkt das, sagen. Ja, ne? Irgendwie, ich glaube, ist es tatsächlich so, dass es um Russen geht, aber man weiß auch gar nicht genau, wer und warum. Also das weiß man auf keinen Fall. Ja, ja. Und es ist auch egal, ist auch scheißegal irgendwie. Ich glaube, wenn sie es jetzt nochmal machen würden, dann wäre es ja wahrscheinlich so ein Anti-Dschihadisten-Ding, oder? Genau. Also dann wird es irgendwie um IS gehen und so, oder? Naja, oder die Russen kommen jetzt auch wieder in Mode, dass man die auf dem Zielkreuz hat. Also das ist die schon. Kann man auch mal wieder so. Also wirklich. Die haben auch Flugzeuge, wie man abschießen kann. Das haben die IS-Leute ja nicht. Oh. Weiß man's? Ja. Aber ich meine, also einfach nur, weil das wirklich dann so dran geklebt ist, ne? So dieses letzte Viertel, wie zu sagen, so am Pool kriegen sie dann die Umschläge in die Hand gedrückt und wirklich, oh, endlich. Es ist ja wirklich so, man hatte schon vergessen als Zuschauer, dass die Ejakulation die ganze Zeit noch fehlte bei diesem ganzen Rummasturbiere mit, ne? Sie kamen nicht zum Schuss. Die ganze Zeit wurde nur geprobt, aber war ein Knall endlich, ne? Und das dann so nachzuliefern, so anonym mit, ja, da gibt's hier so und die fliegen da und die werden jetzt alle abgeschossen. Und zack. Zufällig im Indischen Ozean. Ja. Müssen ja wieder an unseren Ausgangspunkt zurückkehren. Und auch dann wieder herrlich gesteigert, diese Action, ne? Der erste Abschuss von Tom Cruise ist, er trifft den Flügel, der Mick, und die segelt so unten. Der zweite, den er dann abschießt, das ist der Volltreffer, der geht sofort dann richtig. Der explodiert sie einfach direkt, ne? Ja. Ja, an der Stelle fällt mir jetzt auch. Ich würde sagen, ist aber auch ganz interessant, wo du gerade diese Szene mit den Umschlägen ansprichst. Das ist ja auch so propagandamäßig. Natürlich, da stehen sie ja schön am Pool in ihren Paradeuniformen und snacken gerade ihr leckeres Essen. Und dann kommt der Auftrag irgendwie, dass sie da in den Krieg ziehen sollen. Ne? Also auch alles in schöner und properer Umgebung und so. Ja, ist genau wie bei Pearl Harbor, dem verfluchten Film. Scheißfilm. Ja, aber Pearl Harbor hat er wenigstens noch, also ich, um Gottes Willen, will ihn nicht verteidigen, ne? Aber da platzen wenigstens noch Menschen vor dem Auge irgendwie auseinander und ich verstehe, was da passiert. Ne? Das ist ja komplett ausgeblendet. Also das sind ja wirklich einfach nur Maschinen, die auf Maschinen schießen so und lachende Amerikaner dazu. Also ich will damit nur sagen, das geht ja nicht an. Also ja. Gerade weil ich daran auch Freude haben kann, stößt mir das ja so sauer auf. Ne? Also das, ich finde, das
Ich glaube vor allem, der 14-Jährige hätte die Diskussion ja gar nicht erst angefangen jetzt. Aber nein, aber das stimmt schon, dass das ganze Setting ist ja im Prinzip darauf angelegt, dass man irgendwie keine dreckigen Szenen zeigen kann. Ne? Also die sind erstmal nur Piloten in der Luft. Passiert sowieso nichts, was irgendwie dreckig aussieht, dann sind sie noch bei dieser Ausbildungsstation, drei Viertel des Films, also was soll da ne, passieren, was irgendwie den Krieg als schlimm zeigt. Genau, und das ist halt wirklich, das also quasi einfach wirklich das Falsche, falscher kann man Krieg nicht darstellen. Aber, und oder? Und die blutigste Szene ist ja dann tatsächlich noch während der Ausbildung, wenn Goose halt, weil sich die Klappe nicht öffnen lässt und er zu früh dann den Schleudersitzer drückt und dagegen knallt und daran verstirbt. Ja. Das ist das einzige Mal, glaube ich, im ganzen Film, dass wir Blut sehen. Aber siehst du denn Blut? Ich sehe nur so eine Farbe. Ja, er ist blutüberströmt auf jeden Fall. Das Blut überströmt. Ja, also aber da muss ich euch nochmal eine Frage zum Plot stellen. Ich habe mich nämlich gefragt, warum ist denn der Maverick, der Tom Cruise, gar nicht sauer auf den Iceman? Der hat doch im Prinzip dafür gesorgt, dass sein Kumpel tot ist, dadurch, dass er da irgendwie dumm vor dem Flugzeug rumgeflogen ist. In das war doch schon, so. Hast du recht. Also ja, weil er ja durch diesen nicht abgedreht hat vorher und der dann in diesen wie heißt das, Strahl geflogen ist. Ja. Na, ich würde es so gemischt sehen. Ich glaube, er ist schon irgendwie böse auf ihn, aber er macht sich natürlich auch Vorwürfe, weil er unser Held ist und er muss jetzt auch erstmal trauern. Er hat immerhin seinen besten Freund verloren. Und natürlich ist er überhaupt nicht schuld. Nein, niemals. Das Gericht muss ihn ja auch noch ganz offiziell davon freisprechen. Oh Gott, der Richter, das habe ich verdrängt. Und das ist ja auch das einzige Mal, wo Val Kilmer dann zu ihm sagt, tut mir leid, I'm sorry, oder hier, we all, I'm sorry. Burp. Ja, und es ist, die Rivalität ist ja nur in Bezug darauf, wer hatte nun den Größeren und nicht darauf, du bist schuld oder ich bin nicht schuld, das ist eben das Fliegen. So muss das eben sein. Das passiert halt, ne? Damit müssen wir Piloten ja leben, das sagt uns der Ausbilder ja auch nochmal, der uns dann auch noch die Heldengeschichte von Papa erzählt. Ja, und wenn Tom Skerritt auch sagt, so, ne, vergiss es einfach, ne, komm drüber hinweg so. Der muss einfach wieder fliegen, also das, ja, da setzt es bei mir dann fast endgültig aus, auch dieses, ja, das mit deinem Vater, das können wir halt niemand, also, das müssen wir geheim halten, weil er halt auf der falschen Seite der Karte war, oder wie dieser Spruch da geht, ne, so. So aber fest steht, dass der Vater von Tom Cruise auf jeden Fall ein Held war. Ja. Das ist klar. Sind aber viele, also fast alle Amerikaner, glaube ich, insofern. Mhm. Er hat immer noch drei andere Flugzeuge konnten dadurch, dass er weitergeflogen ist, noch entkommen. Ne? Und das allein hat sich schon. Es ist ja letztlich so, dass dieser Film den Kalten Krieg, den Krieg wieder ja in ein anderes Licht rückt, in ein positiveres Licht, was ja vorher in Hollywood eigentlich nicht so angesagt war. Ob das jetzt an dem einen Film liegt, aber es war mit Sicherheit so eine Stimmung, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also ich hatte jetzt nochmal geguckt, in den deutschen Kinocharts von 86, 4,7 Millionen Zuschauer, Platz 3 der Jahrescharts. Ich meine, es ist die Zeit, also die intensivste Zeit doch wahrscheinlich auch des Kalten Kriegs insofern, dass die Bedrohung war sozusagen einfach immanent da und das Gefühl, es gibt dazu eine ganz saubere, cleane, treffsichere Antwort, das ist ja verführerisch so, ne? Also während die Russen irgendwie Bunker bauen, suchen sich die Amerikaner in der Hoffnung auf totale militärische Überlegenheit am besten aus der Luft mit einer Rakete. Also es sieht ja, also ja, wahrscheinlich hat das gerade gut in diese Zeit gepasst und ich weiß ja gerade nicht, was da noch so geht, also an anderen Filmen, die sozusagen so dieses Pro-Militärische haben, also ich meine, ich habe das. Nein, was ist denn hier Chuck Norris hier, Invasion USA? Ja. Aber also das ist glaube ich auch der Unterschied, den ich zu solchen Filmen machen würde, mit denen ich dann weniger Probleme habe. Bei Predator ist das natürlich auch, da ist ein Alien, deswegen ist das sowieso nicht, aber Top Gun wirkt eben wirklich ernst gemeint. Und bei den anderen, da bin ich immer der Meinung, die wussten schon, dass das ein bisschen over the top ist, auch wenn sie es vielleicht ernst meinten. Oder Phantomkommando oder sowas. Ja, Phantomkommando. Aber Top Gun ist für mich eben wirklich so, ich habe diese Simpsons-Episode Ivan et Nioi und dann, das ist Rückkehr to Join the Navy. Ja, das ist einfach ein reines Werbeding. Also da ist kein Humor oder so eine zweite Ebene, wo du sagen kannst, naja, das ist auch mit dabei, aber es ist auch, du darfst auch lachen und Spaß haben, wenn die abknallen oder so, weil das eben einfach zu überzeichnet ist. Ne, wenn du bei Paul Verhoeven. Und hier sage ich es nochmal, das ist genauso bei Pearl Harbor. Es ist dasselbe. Der nimmt sich auch komplett ernst. Da gibt es auch keine Ironie. Ja, klar. Und macht auf jeden Fall auf etwas sehr Kompliziertes, wirft ein sehr einfaches Bild. Also ja, das ist ganz klar hier, wo böse ist und wo gut ist. Und gut muss auf jeden Fall auch sehr hart zurückschlagen. Also eigentlich finde ich immer noch ein bisschen schade, dass Pearl Harbor da nicht ganz konsequent ist und nicht noch die große Atombombe zum Schluss zelebriert. Ne? Aber hat die denn noch als positiv darzustellen, ist ja auch schwierig. Ja, natürlich. Aber das, was bei Pearl Harbor im Finale dann dargestellt wird, ist auch schon ganz schön krass, wenn da dieses flächenbombernde Morgen kommt. Ne? Also das stimmt. Es ist natürlich können sie die Atombombe nicht zeigen, weil die dann doch irgendwie die Leute ein bisschen erschreckt hat, aber. Aber interessant ist ja, dass im selben Jahr wie Top Gun 86 auch Platoon in den Kinos war, der quasi genau das Gegenteil ist. Und Aliens, fällt mir gerade. Aliens ist, glaube ich, auch 86 und der hatte die Atombomben.
Also James Cameron hat die Atombombe. Das, ja. Ich musste auch an James Cameron denken bei der letzten Einstellung, wenn Titanic-mäßig der Edelstein dem Wasser übergeben wird. Oh ja. Tom Cruise. Nicht, dass etwa vielleicht die Frau das noch haben wollen könnte, die Dog Tags von ihrem Mann. Nein, die werden jetzt mehr. Ach, Quatsch. Der fand ja nicht in Ordnung, dass er die Marke weggeworfen hat. Es geht hier um Männerfreundschaft, nicht um irgendwie. Ist alles Quatsch. Aber das ist wirklich auch irgendwie blöd. Also ich verstehe, das ist auch wirklich so eine Idee. Also jetzt auch in der kitschigen Welt, die dieser Film funktioniert, verstehe ich gar nicht, warum das jetzt das höchste der Gefühle ist, den quasi alles auszulöschen. Also auch die Erinnerungen von diesen Marken. Es muss weitergehen. Du kannst nicht diesen Ballast mit dir rumtragen. Dann kannst du kein guter Pilot sein. Alter Schwede, das gehört doch dazu zum Leben. Du musst einfach wieder fliegen. Ja. Schon krass. Setz ihn einfach wieder ins Cockpit. Das läuft. Wo wir gerade darüber gesprochen haben mit den Auswirkungen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es wohl tatsächlich so war, dass danach dem Film deutlich mehr Produktionsfirmen Kooperationen beim Militär angefragt haben. Also dass wohl die Anzahl der eingereichten Drehbücher da deutlich gestiegen ist. Weil du damit gut Geld sparen kannst auch, ne? Ja, ist halt genau. Ganz praktisch. Und weil du halt coole Bilder bekommst. Lustigerweise, die Bilder sind ja so cool, dass die später bei MacGyver-Folgen wiederverwendet worden sind. Aha. Also einige Szenen aus diesen Flugdingern. Und es gab mal wohl irgendwie so im chinesischen Fernsehen eine, in Anführungsstrichen, Reportage über chinesische Luftwaffenmanöver. Und dafür haben die auch Szenen aus Top Gun verwendet. Hat keiner gemerkt, aber finde ich schon ziemlich witzig. Ja, klingt so ein bisschen wie die Du hast es gemerkt. Ich hab's allein gemerkt. Ich hab's nicht irgendwie gelesen oder so. Ich hab's gesehen natürlich, dass das aus Top Gun war. Das stimmt. Ja, manchmal gucke ich chinesische Reportagen über Flugmanöver. Die sind ja immer interessant. Ne? Kommt manchmal nachts bei N24 oder so, bei Phoenix. Da ist immer Krieg nachts bei N24. Ich habe mal gesehen, es ist ja, dass der Film durchaus geehrt wird. Also ich habe nämlich gelesen, dass er 2015 ist er nämlich in das National Film Registry, ich weiß nicht, der Kongressbibliothek gekommen, der USA-Kongressbibliothek, damit er konserviert wird. Da kommen nämlich Filme rein, die für die Nachwelt erhalten werden sollen. Und da gehört Top Gun auch rein. Da ist er auch drin jetzt. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Wenn das amerikanische Selbstverständnis am Boden liegt, dann kommt Top Gun auf die Leinwand und dann geht's wieder aufwärts. Ja. Schlägt das Herz direkt doppelt so schnell. Ja. Das ist einfach schön. Und ich habe auch gelesen, das fand ich auch ganz interessant, wo wir vorhin schon über die Bilder gesprochen haben, dass das Tony Scott wohl sehr wichtig war. Und er hat wohl irgendwann im Rahmen der Dreharbeit eine Szene gefilmt, wo er irgendwie auch wieder gegen den Sonnenuntergang filmen wollte auf dem Flugzeugträger. Und dann hat der Kommandant vom Flugzeugträger aber den Kurs geändert. Und dann ist der Tony Scott wohl zum Kommandanten gegangen und hat gesagt, er soll das Schiff wieder in die andere Richtung fahren, damit er seine Szene schön in dem Licht zu Ende filmen kann. Dann hat der Kommandant gesagt, naja, kann ich machen, aber es kostet $25,000, das Schiff jetzt zu drehen. Und dann hat der Legende nach Tony Scott wohl tatsächlich dem Captain einen Scheck geschrieben über $25,000. Wie geil. Damit er noch ein paar Minuten filmen kann. Es gibt immer so viele Set-Fotos von Tony Scott, wenn er da mit seiner Zigarre ist und so. Ich glaube, da hat sich da schon mal ganz wohl gefühlt. Wenn was immer da im Hintergrund los war, immer muss er dann doch von der Brücke springen. Aber er ist ja im Prinzip auch bei so Actionfilmen geblieben die ganze Zeit, ne? Also seine ganze Karriere lang. Ja, also ich finde es eigentlich interessant, weil ich bin auch tatsächlich meinen ersten Tony Scott-Film, den ich in der Jugend gesehen habe, war dann die eine von den wenigen Ausnahmen, vielleicht sogar die eine Ausnahme, Begierde, ne? Der Hunger, dieser früher 80er Jahre Vampirfilm mit David Bowie und Catherine Deneuve, der auch sich vor allem erstmal formal, also da ist auch auf der Plot-Ebene nicht so viel los, aber schon auch doch nochmal eine andere Tonlage. Das habe ich tatsächlich nie wieder so erlebt. Also ich meine, ich habe dann eher auch so durchaus, also für mich hat das ganz, also mein Höhepunkt in Tony Scotts Schaffen ist dann eigentlich Two Women, wo ich finde, dass da bestimmte Dinge ganz gut zusammengehen. Also diese Lust der überästhetisierten Bilder, das mit sozusagen so einem White Trash Figuren Ensemble zusammenzupacken, das mochte ich. Das fand ich auf eine sehr interessante Art amerikanisch plus Tarantino Drehbuch und so weiter. Ich habe die späteren gar nicht gesehen. Ich kenne Domino nicht oder was da noch so war. Ich mochte die späteren auch nicht so. Das sind alles so Filme, die mag ich nicht. Das ist eher Crimson Tide oder weiß ich nicht, Spy Game oder noch ganz, ganz nicht unspannend war hier Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith. Der war gar nicht schlecht, okay. Der war ganz okay, aber sonst, das waren alles Filme, die ich jetzt nicht so mega spannend fand. Also ich habe auch die Entführung der U-Bahn Pelham 1, 2, 3 gar nicht so schlechte Erinnerung. Ist ja auch ein fantastischer Filmtitel wieder, ne? Ist ja auch die Entführung der U-Bahn Pelham 1, 2, 3. Im Englischen heißt er auch The Taking of Pelham 1, 2, 3. Keine Ahnung. Das ist die Haltestelle. Ich habe auf jeden Fall als Kind noch, halber Jugendlicher gute Erinnerung, Beverly Hills Cop 2 natürlich. Und Last Boy Scout kann ich auch sehr gut, gerade die Sprüche, die dort kommen.
Habe ich auch in ganz großartiger Erinnerung, muss ich sagen. Also habe ich damals als Jugendlicher auch sehr gerne gesehen mit Bruce Willis ja, und Damon Wayans, den fand ich ganz stark. Ich habe Days of Thunder, habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Das ach Gott, hier, oh Gott, Tage des Donners, uiuiui. Aber ja, das ist schon wirklich, das sagt man ja auch gern so, Top Gun auf vier Rädern so, das ist auch so. Also das ja, nur, dass es dann nicht ganz so wehtut, weil quasi die ganzen Macho-Sachen nicht ständig noch mit Militär verbunden werden. Oh Gott, ja richtig, da ging das los mit Nicole Kidman und Tom Cruise. Ja. Ah ja, stimmt, ja, da sind sie ja schon zusammen. Aber ja auch was. Ja. Christian, ich habe das Gefühl, manchmal, wenn wir Gastspiele bei anderen Podcasts haben, dann zerreißen wir die alten Filme immer. Also ja. Wir hatten das bei Charlie Chaplin hier, bei Second Unit damals, jetzt hier Top Gun. Ich muss aber auch sagen, Top Gun hat einen extrem schweren Stand dadurch, dass ich gerade davor gesehen hatte, Der Untertan von Wolfgang Staudte, der sich natürlich komplett gegen Patriotismus und nationales Gedankengut und sowas wendet und das ist ein extremes Kontrastprogramm, so ein Schwarz-Weiß 4:3 und dann CinemaScope, Zauberfarben, Militär-Werbefilm. Das ist natürlich aber auch Top Gun kein Film, den man irgendwie nicht zerreißen kann, oder? Also ich meine, man kann jetzt darüber reden, dass der technisch toll gemacht ist, aber es wird ja niemand diesen Film einfach aufgrund seines fantastischen Inhalts oder so Donald Trump findet ihn bestimmt großartig. Außer also, Ich glaube, du wirst in den USA viele Leute finden, die ihn da doch großartig finden. Also, ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass und das sei denen auch erstmal gegeben, den Menschen auch in Deutschland, die Menge Leute finden, die ihn einfach ganz gut gucken können, sich vielleicht sogar erwundern, dass wir da sozusagen an bestimmten inhaltlichen Sachen, also ich mich da auch so ganz doll reibe. So. Also da steckt schon auch wirklich ein Stück weit Verachtung dafür da drinne, dass warum ist denn das Unterhaltung, wenn es die ganze Zeit darum geht. Also begreife ich das nicht so. Dass auch ich, der 14-Jährige in mir, natürlich auch unglaubliche Fantasien dazu hatte, mit Militärgerät richtig auf die Kacke zu hauen. So. Also in dieser Cowboy- und Indianer-Logik funktioniert das ja auch. Und das ist auch wichtig, dass es kein Blut spritzt und irgendwas ist eindeutig böse und irgendwas ist eindeutig gut. Das ist ja auch ein Traum, das ist ja auch ein Wunsch. Also ich kann sozusagen auf so einer tiefen psychologischen Ebene kann ich sowas mit großem Interesse gucken. So. Aber trotzdem ist mir irgendwie, es ist auch ein kleines bisschen verschwendete Zeit, da wäre ja auch noch mehr möglich gewesen. So. Und natürlich steckt darin einfach auch so, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Statistik dem Rechnung trägt, dass da mehr Leute sich orientiert haben, ey, das Navy klingt geil, ist doch cool. So. Sag mal so, also die Ästhetik, die Top Gun macht, ist auf jeden Fall auch die in Werbung für Militär, sei es Bundeswehr, sei es andere Sachen. Also das wird genau 1:1 so übernommen. Das hat wirklich die Vorlage dafür geliefert. Allein schon dieses geile Poster im Umkleideraum. Das ist ja krass, ne? Your adventure starts here. It's not just a job, it's an adventure. Genau. Oh Gott. Aber es ist ja auch ein Film, der also eine deutsche Produktion wäre kaum möglich, ne, mit einem ähnlichen Plot. Also da gab es ja mal irgendwie vor ein paar Jahren diesen Roten Baron mit Matthias Schweighöfer, das war ja auch so ein ziemlicher Skandal fast schon oder so. Oh. Aber das kannst du fast nicht machen in der deutschen Produktion. Ich kenne jetzt das Beispiel nicht so, ne? Aber manchmal wird dann auch so davon gesprochen, dass es irgendwie so ein deutscher Krampf ist und so. Und ich denke die ganze Zeit, es ist ein verdammter Anspruch an eine Haltung für Menschlichkeit und ich kann damit ganz gut um so, ne? Also. Nee, aber dass auch zum Beispiel, was weiß ich, die Bundeswehr jetzt irgendwie so einen Film fördert und da Geld für reinschießt, das könntest du ja gar nicht machen. Nee, ich würde das auch wirklich problematisch finden. Ich wüsste auch nicht, warum man das will. Also eben. Und das gilt auch für eine Pharmafilmer oder was weiß ich. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich irgendwie, also wo ich das nicht verstehe, also wo mir das für mich auch nicht zusammengeht. Das ist, für mich ist das schon auch, also auch wenn das natürlich sind, das Produkte, kommerzielle Produkte, wo Geld mit verdient wird, aber im Kern ist es dennoch Kunst. Ich finde Abhängigkeiten und Kunst, das geht irgendwie nicht gut zusammen und es gibt so wunderschöne Beispiele, wo Kunst einfach unabhängig ihr Ding macht und die kann auch großartig unterhalten und auch mit Quatsch sozusagen unterhalten, ohne dass ich das Gefühl habe, wir tun so, als wäre Krieg was wirklich total Geiles. So. Ja. Es ist ja auch wohl so, das wird ja immer wieder gesagt, dass die Navy tatsächlich auch auf das Skript von Top Gun Einfluss genommen hat, weil in der früheren Version gab es wohl so einen Zusammenstoß, da war das so ein wichtiger Wendepunkt im Plot, vielleicht ist Gooster bei einem Zusammenstoß gestorben, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das wollte die Navy halt wohl nicht und deshalb wurde das Skript halt umgeschrieben. Dann war wohl noch eine Sache, dass Tom Cruise erst was mit einer anderen Pilotin der Navy anfangen sollte und das passte aber nicht, weil die Navy wollte das nicht, weil die dürfen nichts miteinander anfangen, also konnte das in dem Film nicht passieren. Wie war der Spruch bei der DDR? Es kann nicht gezeigt werden, was nicht sein darf? Oder
Ja, so ungefähr. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. So einfach ist. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Genau, so dieses irgendwie, ne? Also ich habe zwischendurch, ganz ehrlich, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob es so übertrieben ist. Ich hatte so zwei, dreimal diesen Gedanken zu Jud Süß. Jud Süß ist ein, technisch kann man dem Film wenig vorwerfen, aber die Botschaften, die da vermittelt werden, sind einfach so unmenschlich. Ganz so hart würde ich dann Top Gun nicht aburteilen, aber schon. Der Vergleich ist schwierig natürlich. Ja, aber es schlägt in die richtige Kerbe. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass nicht die Russen nicht auch genug Scheiße auf dem Kerbholz haben und so eine Sachen, aber die Amis nur besser sind. Also das ist einfach so dieses, wenn es jetzt Kunstflieger wären oder so, ne, dann würde ich ja sagen, okay, die haben dann, das ist halt nicht so umweltfreundlich, okay, daran kann man sich aufhängen. Aber es geht hier darum, ey Leute, das ist total geil, wenn ihr und dann kämpft ihr zwar so untereinander erst, wer der Beste von euch ist, aber wenn es dann gegen die Arschlöcher geht, gegen diese ganzen anonymen Flugzeuge, die da umherfliegen, dann ist das geil und dann könnt ihr die in der Luft zerlegen und die haben ja auch uns angegriffen. Das ist ja auch immer ganz toll, diese dieses Drehbuch, das hat ja so viele tolle dramaturgische Kniffe. Sowas funktioniert, glaube ich, halt nur, wenn du es in so eine fiktive Sache packst. Also ich meine, bei Star Wars sagt ja auch keiner, dass es doof ist, dass die ganzen anonymen TIE Fighter zusammengeschossen werden. Weil es ist egal, es gibt die Leute ja nicht, wir wissen ja alle, dass es ein Märchen ist, ne? Und ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn du es in so eine fiktive. Ja, und da hast du ja eben auch wieder, weil es eben die Bösen sind. Es ist ja das böse Imperium, das böse ist. Und wir haben eben die Rebellen. Also geht auch schon so ein. Das Pendant zu Russland in dem Fall. Ich wollte gerade so richtig zustimmen bei Star Wars und dann merke ich, naja, das ist schon die Geschichte, wo auch sozusagen das Menschliche in dem Urbösen ja dennoch drinne steckt und es nur wieder erreicht werden muss. Und also ist schon tatsächlich ein bisschen mehr Komplexität am Start. Also ausgerechnet, dass ich einen Star Wars-Verteidiger hätte ich mir jetzt auch nicht vorgestellt. Aber. Noch komplexer als Top Gun, damit kann man ja fast werden. Wobei, das kann ja jeder Film eigentlich. Nicht schlecht. Ja, also was dieses Propaganda-Ding angeht, vielleicht kann man es eher mit so einem Panzerkreuzer Potemkin irgendwie vergleichen, was ja auch ein sehr fein gemachtes Propagandawerk für die Zeit damals war und auch den Effekt ja genau wie Top Gun ja auch sehr gut erreicht hat. Nur dass Top Gun im Gegensatz zu den beiden anderen Filmen, die wir ja genannt haben, hier Jud Süß oder Potemkin, ja im Prinzip eine private Produktion war, denn dass da ein privat geführtes Studio hingegangen ist und sich überlegt hat, hey, wir machen mal einen Film über das geile Amerika. Ja, mit Unterstützung der Navy, wie wir schon gesagt haben. Also ganz so privat ja dann auch nicht. Aber die privaten Gewinne haben sie sicher eingestrichen. War ja der erfolgreichste Film des Jahres immerhin. Also gibt es noch was zu sagen? Oder steigen wir jetzt alle in unsere verdammt coolen Flugzeuge und ich steige ins Auto und drehe den Soundtrack auf. In den Sonnenuntergang, den wir jetzt schnell. Ja, ich zocke jetzt ein bisschen Counter-Strike und dann läuft. Sehr gut. Ich werde ja eher so ein Segelflugzeug nehmen, auch wegen der Umwelt. Das ist dann irgendwie keine Emissionen. Sehr, sehr gut. Vielleicht ist das ja der Plot von Top Gun 2, dass Tom Cruise. Das wäre stark, so ein Greenwash in Top Gun 2. Ja. Sie fürchten wieder. Top Gun 2, unterwegs im Segelflugzeug. Und was würdet ihr euch denn, vielleicht das zum Schluss, was würdet ihr euch denn wünschen für Top Gun 2, falls er denn kommen sollte? Ja, dass er nicht kommt. Gut, ja, das kann man fast vielleicht so sagen. Naja, also dann steigen wir jetzt alle in unsere Flugzeuge und fliegen in Richtung Sonnenuntergang, würde ich sagen. So ist es. Dann danke, dass ihr da wart. Haben wir coole Pilotennamen eigentlich? Haben wir coole Pilotennamen? Könnte ich mich irgendwie Starfighter nennen oder sowas? Ja, Captain Duckface bin ich. Verdammt, das ist auch nicht schlecht. Ist ja fast sehr nah dran an Goose eigentlich. Ja, wenn es daran jetzt natürlich dann schon scheitert, wird das nichts mit der Militärkarriere. Ja, ich wär im Rettungsboot unterwegs und würde paddeln wahrscheinlich. Ich gehöre nicht ab with the best of the best of the best of the best. Stark, ja. Dann, Felix, ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest es gerade sagen. Vielen Dank. Ich wollte gerade Danksagungen lostreten. Max und Christian, das hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, und vielen Dank, dass wir da durften, dabei sind. Vielleicht können wir irgendwann ja nochmal über einen Film reden, den wir alle besser finden. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Vielleicht auch zu Top Gun 2 dann. Auf jeden Fall. Also versprochen, wenn Top Gun 2 rauskommt, machen wir einen Podcast. Ja, das machen wir. Das wäre mal ein guter Grund, dass wir unsere Konzepte mal kurz über den Haufen werfen und was ganz Aktuelles besprechen. Ja, für Top Gun 2 tun wir alles. Dann machen wir es möglich. Ich glaube, ich finanziere den Film sogar mit zur Not. Also das ist so kann man da spenden? Ich habe hier noch ein Segelflugzeug. Captain Duckface ist zur Stelle. Das ist ja auch eine dieser schönen letzten Sätze. You can be my wingman. No, you can be mine. Genau. Und ich hab immer noch den größeren. Genau, alle, die jetzt hier zugehört haben, müssen sich jetzt sofort diese Tarantino-Geschichte anhören. Ja, auf jeden Fall, das lohnt sich. Und dann den Film nochmal gucken. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss. Jo, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.